fragt der Pistenjörg. Das ist der ehrlichste Pistenbericht der Welt aus dem persönlichsten Skigebiet im Berner Oberland. Wir schauen mit dem Pistenchef, wie gut die Verhältnisse wirklich sind. Aktuell haben wir jetzt um etwas ältere Temperaturen. Es sieht eigentlich so aus, so die Prognose für das Wochenende sieht sehr gut aus, dass wir eigentlich schönes Wetter können erwarten können. Und nächste Woche könnte es sogar um etwas Schnee geben. Ja, das ist positiv, dass jetzt um etwas drin schneit, aber der Schnee ist jetzt wirklich, das ist fast wie Frühlingsschnee gewesen in den letzten Tagen. Die ganze Sache sind wir eigentlich mit einem guten Fall auch davon gekommen, weil etwas umgestürzte Bäume haben wir gehabt. Aber was bahnenseitig ist, ist nichts passiert. Was wir auf Battleberg-Seite oder auch hinterher so, vielleicht auf Match-Seite, haben wir natürlich, durch das, dass es so viel gestürmt hat und so viel geregnet hat, haben wir auch ein bisschen Tanzäpfel und ein bisschen Kreis auf der Piste. Also, wir haben die Piste ein bisschen eingefärbt. Das ist eigentlich jetzt der Grund der letzten Stürme, die wir hatten. Also, wenn man auf der Piste geht, muss man sicher schon noch aufpassen, weil schon noch die Hängen sind teilweise sind noch sehr stark geladen. Da muss man sicher schon noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber die ganze Sache jetzt bei uns ist schon ein bisschen gebannt, aber sicher gehen mit dem nötige Risiko, wenn ich noch nicht ausgehe. Jetzt gerade muss ich gerade ein bisschen gucken, ob wir noch ein bisschen nachschneien. Wir gehen die Piste nachgehen, wie viel das Schnee geschmolzen ist oder vorgeblasen hat. Also wir in den nächsten Tagen, als es noch ein bisschen älter wird, noch ein bisschen etwas nachschneien. Oh, das ist eigentlich gerade die Hauptaufgabe. Ja? Also matchseitig ist eigentlich sonst alles zusammen im grünen Bereich. Ist alles offen. Und auf Battleberg-Seite haben wir eh Naturschneepiste, die zu ist aktuell, wo wir zu wenig Schnee mehr haben. Man kann gehen wandern, man kann gehen schlitteln, man kann gehen langlaufen. Oder du musst einfach auch Banden nutzen, um in die Höhe zu gehen. Vielleicht ein bisschen zu, wie sieht man heute, sogar ein bisschen chillen in die Berge.